Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute dreht sich nochmal alles um die bayerischen Zwerglandhühner. Ich möchte sie in dem heutigen Video mal ganz bewusst mit den Steinbipperl vergleichen, da in meiner ersten Vorstellung der Rasse natürlich vielen gleich die Ähnlichkeit zu den Steinbipperl aufgefallen ist. Also ich habe momentan von beiden Landrassen wertvolle Zuchtgruppen hier, also sowohl von den Steinbipperl aus Österreich als auch von den bayerischen Zwerglandhühnern aus dem Landkreis Straubing. Und es ist natürlich für mich perfekt, denn erstens habe ich für die Erhaltungszucht der bayerischen Landzwerge natürlich durch die Erfahrung mit den Steinbipperl schon die idealen Voraussetzungen. Beides sind ja keine Ausstellungsrassen, die man in Farbschlägen durchselektiert züchtet, sondern das sind richtige Landrassen, die wirklich auf Bauernhöfen bis ins 21. Jahrhundert fast unbemerkt überdauert haben. Also die Zuchtgeschichten der beiden Rassen sind sich schon mal sehr ähnlich. Man kann auch davon ausgehen, dass eine gewisse Verwandtschaft besteht. Wie weit die beiden Populationen wirklich miteinander verwandt sind, das werden hoffentlich Gentests im Jahr 2021 zeigen. Also ich bin da wirklich dran, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um da ans Licht zu bringen, was ich denn da mit den bayerischen Zwerglandhühnern genau habe. Sind es einfach nur bayerische Steinbipperl oder sind sie eine weitere eigenständige Reliktpopulation von den ehemals in Europa weit verbreiteten Urzwergen bzw. bunten Landzwergen? Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland wirklich für alle Bundesländer Hinweise, dass noch im 19. Jahrhundert auf vielen bunten Hühnerhöfen so bunte Zwerghühner herumliefen, die halt einfach von der Ausstellungszucht nicht beachtet wurden. So, jetzt habe ich da mal zwei Hähne. Das ist einmal der Binat. Das ist ein sehr rassetypischer Steinbipperlhahn. Ein echtes Prachtexemplar, kommt auch aus Österreich und zwar von einer oberösterreichischen Züchterin. Und das hier ist der Otto. Und der Otto ist benannt nach dem bayerischen Hühnerhofmaler Otto Scheuerer, weil der mir sehr geholfen hat mit seinen Bildern aus dem 19. Jahrhundert. Weiteres bezüglich der Geschichte der Landzwerge herauszufinden. Und der Otto ist eben sehr typisch für die bayerischen Landzwerge. So ein Hauptunterschied, der sofort auffallen dürfte, ist mal die Kammform. Die bayerischen Landzwerghühner gibt es sehr häufig mit Rosenkamm. Die Rosenkämme und die Einfachkämme treten gemischt in den gleichen Gruppen auf. Das ist wegen der Vererbung des Rosenkammes kein Problem. Man muss halt nur ein bisschen darauf achten, dass man mit mehreren Hähnen züchtet. Zum einen, um die Farbenvielfalt der Landzwerge aufrechtzuerhalten und zum anderen eben, damit auch immer wieder beide Kammformen fallen. Rosenkamm ist dominant gegenüber Einfachkamm. Das bedeutet, dass ein rosenkämmiger Hahn, wie jetzt der Otto, kann zum Beispiel auch ein Gen für Einfachkamm tragen, während ein einfachkämmiger Hahn niemals ein Gen für Rosenkamm besitzen kann. Denn hätte er es, dann würde er es phänotypisch auch zeigen. So, von der Größe her ist nicht viel Unterschied, obwohl der Binat jetzt eindeutig größer ist als der Otto. Mein anderer bayerischer Zwerglandhahn, der mit dem Einfachkamm, der Julius, benannt nach dem Bruder vom Otto Scheuerer, dem Julius Scheuerer, auch Geflügelhofmaler, was für ein Zufall, der ist zum Beispiel gleich groß wie der Binat. Also es gibt so eine gewisse Varianz in der Größe, ist aber eh bei den Steinbipperl auch so. Ja, weitere Unterschiede, die Lauffarbe. So Steinbipperl haben heute meistens fleischfarbene Läufe. Viele Züchter haben auch noch Tiere dabei, mit gelblichen Läufen oder mit graublauen Läufen, aber die Mehrheit der größeren Züchter in Österreich hat eigentlich in den letzten Jahren darauf geachtet, die fleischfarbenen Läufe bei den Tieren mehr zu verstärken, und zwar aus dem einen Grund, weil auch die anderen österreichischen Hühnerrassen fleischfarbene Läufe haben, zum Beispiel die Altsteirer und die Sulmtaler, und angeblich war das einfach die typische Lauffarbe bei den Hühnern früher in Österreich, zumindest was den östlichen Teil Österreichs anbelangt. Bei den bayerischen Landzwergen haben heute die meisten Tiere gelbe Läufe. Das war aber nicht immer so. Die Hauptpopulation, die 60 Jahre durchgehend bis heute auf demselben Hof verblieben ist, ist sowieso eine unglaubliche Geschichte, dass jemand 60 Jahre lang diesen Hühnern treu geblieben ist, ohne dass diese irgendwie als Ausstellungsrasse oder für wirtschaftliche Zwecke verwendet wurden. In dieser Hauptpopulation gab es früher auch viele Tiere mit fleischfarbenen Läufen, was wiederum für eine Verwandtschaft eben zu den Steinbipperl sprechen würde. Und es war dann aber einfach der persönliche Geschmack des Züchters. Er fand einfach Tiere mit gelben Läufen schöner und hat darum halt immer bei der Zuchtwahl der Hähne
vermehrt auf gelbe Läufe geachtet und dadurch dieses Merkmal einfach mehr herausgezüchtet. An sich sagt man ja immer, gelbe Läufe sind ein Erbe von Mittelmeerrassen. Dazu muss man aber wissen, dass die ersten Vorfahren der rebhundfarbigen Italiener aus Italien schon vor mindestens 170 Jahren nach Bayern kamen. Das heißt, die Genetik für gelbe Läufe kann in Bayern schon seit einer gefühlten Ewigkeit unzähligen Hühnergenerationen vorhanden sein. Ja. Ansonsten, von den Verhaltensweisen her, sind beides Rassen, die einen stark ausgeprägten Bruttrieb haben. Beide haben auch tatsächlich auf den jeweiligen Höfen nur bis ins 21. Jahrhundert überleben können, weil eben der Naturbrutinstinkt dafür gesorgt hat, dass diese Rassen sich selbstständig fortgepflanzt haben. Es gab keine planmäßige Erhaltungszucht bis ins 21. Jahrhundert hinein. Und das ist schon mal echt erstaunlich. Beide sind auch sehr lebhaft, wetterhart und einfach generell gut an das mitteleuropäische Klima angepasst. Bei den Steinbipperl ist ja auch so, da gibt es eine nahe Verwandtschaft zu östlicheren Hühnerpopulationen wie dem ungarischen, dem slowenischen und dem kroatischen Zwerghuhn. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es sich da mit den bayerischen Landzwergen verhält. Sind sie quasi die westlichste Population von diesem östlichen Cluster oder sind sie dann doch eine völlig eigenständige Reliktpopulation? Ich denke, dieses Video kann in Zukunft immer hilfreich sein, wenn jemand mal mehr darüber erfahren möchte, wie es denn so zwischen Steinbipperl und bayerischen Landzwergen bestellt ist. Ich glaube, in diesem Video kann man die Rassen eben echt gut vergleichen. Natürlich laufen die beiden Gruppen bei mir nicht gemischt rum. Ich habe die Steinbipperl in meiner bunten Truppe dabei, wo sie sich ganz gut nebenbei züchten lassen mit den größeren Hühnern. Und die bayerischen Landzwerge sind momentan generell in einer Ausbruch- und raubvogelsicheren Foliere untergebracht, denn solche wertvollen Schätze kann ich natürlich jetzt erstmal nicht hier einfach so frei rumlaufen lassen. Um das Videothema abzurunden, jetzt noch der direkte Vergleich von Steinbipperlhenne und bayerischer Zwerglandhenne. Das hier ist Charlotte, meine älteste 7 Jahre alte Steinbipperlhenne. Und das hier ist eine rosenkämmige bayerische Zwerglandhenne mit den typischen gelben Läufen. Die Steinbipperlhenne ist in diesem Fall ein gutes Beispiel für ein Tier mit Schwarzanflug bei den Läufen oder einer leichten schwarzen Scheckung. Das ist besonders bei diesen schwarz-weiß gescheckten Exemplaren typisch und hier jetzt gut zu sehen. Das Gewicht schwankt bei beiden Rassen zwischen 650 Gramm und 1,1 Kilogramm. Ist also schon ein ordentlicher Unterschied von Exemplar zu Exemplar. Und das sieht man hier jetzt auch in der Truppe recht gut. Von meinen bayerischen Zwerglandhühnern, da sind wirklich auch mal zwischendurch größere und kleinere Tiere dabei. Das ist meine größte Henne, die wiegt 1 Kilo, hat einen schönen Rosenkamm. Die hier wiegt 900 Gramm, ich habe sie eben extra jetzt auch nochmal gewogen für euch. Und ja, so werden das immer mehr Informationen. Ich bin auch nach wie vor in regem Austausch mit den Leuten, die die Reliktpopulationen bei sich haben. Und es freut mich einfach, dass ich euch von so tollen Tieren berichten kann. Hier sieht man jetzt nochmal den Hahn Julius mit den Damen, kann die verschiedenen Kammformen und Gefiedergrundfarben auch schön miteinander vergleichen. Also ich finde, so eine bunte Landzwergtruppe ist ein ähnlich herrlicher Anblick wie eine bunte Steinbipperltruppe. Da geht einem doch das Herz auf.